Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen DBD und Überraschung, es ist Freitag und es gibt ein DBD-Video. Wie kann das nur passieren? Und zur Feier des Tages versuchen wir mal die Adept-Challenge mit Sarina. Ich höre schon, wie ihr jubelt. Da kommt direkt Sally. Geht aber wieder. Gut. Wir haben aber Ruinen. Wie es aussah. Weil der Jen ging sofort wieder zurück. Und wie immer erkläre ich euch mal kurz die drei Talente, die ich dabei habe. Als erstes haben wir Roter Hering. Das kann ich euch auch gleich mal demonstrieren. Wenn ich jetzt hier weggehe, sehen wir keine gelbe Aura. Normalerweise, wenn ich den Jen 3 Sekunden repariert habe und ich entferne mich von dem, sehe ich den Jen mit einer gelben Aura hinterlegt. Und sollte ich dann irgendwo in einen Schließschrank steigen, bekommt der Killer an diesem Generator, der gelb hinterlegt ist, obwohl ich die gelbe Aura sehe, ein Lautstärkegeräusch. Also diesen, ne? Als würde hier jemand einen Skillcheck verkacken. Ist natürlich doof, wenn dann gerade jemand dort dran sitzt und ich denjenigen halt verpfeife, aber das ist Roter Hering. Ich weiß auch nicht, warum das Talent Roter Hering heißt. Aber egal. Wir haben dann noch das Talent für das Volk. Ich kann einen Mate um einen Gesundheitsstatus heilen, indem ich einfach nur eine Taste drücke. Bin dafür aber selbst gebrochen. Kann halt, für, ich glaube, für eine Minute selber nicht geheilt werden. Muss halt verletzt rumlaufen. Und das dritte Talent, was ich sehr mag, ist vertraulich. Sobald ich vom Haken gerettet werde, bin ich für eine gewisse Zeit komplett lautlos. Und selbst wenn der Killer in der Zwischenzeit irgendein Aura-Wahrnehmungstalent dabei hat, wie Nurses Calling, Barbecue, keine Ahnung, sieht er auch meine Aura nicht. Also ich bin wirklich komplett lautlos und unsichtbar quasi. Sehr gut. Ich weiß nicht, sollten wir den Jan jetzt... Oh, Ruine ist weg. Sollten wir den Jan jetzt hier anmachen? Der hat da oben eine Nancy, wir haben ja zwei. Okay. Jetzt sind wir erstmal wieder safe hier. Wir haben zwei Gens an. Erste Person am Haken. Klingt erstmal nicht schlecht. Was aber nicht bedeuten muss, dass wir jetzt hier ein easy game haben. Es gibt einige Killer, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die haben es echt drauf. Die kriegen dann so einen Druck auf die Survivor hin. Da sehen wir übrigens meinen Generator. Ich gehe mal so weit weg, wie es geht, falls die Nurse Calling dabei hat. Leider ist sie wieder auf die gegangen, die am Haken hing. Aber es scheint, als würde sie erstmal liegen lassen. Das Medikit wird nicht reichen. Bis jetzt schlampiger Schlachter. Ist. Gehen wir hier wieder ran. Sie lässt Nancy liegen. Ich weiß nicht, ob sie Angst hat vorm Strike oder ob sie wirklich nicht tunneln wollte. Aber sie ist noch dort hinten. Ich habe sie gesehen. Ich würde gern... Ah, toll, wir sind alle hier. Was ist das denn jetzt? Wartet, Leute. Ah, jetzt hebt sie sie. Jetzt wollte ich... Ich weiß, es war sehr spät, aber jetzt wollte ich gerade kurz rüber. Für das Volk oder so. Vom Haus der Janice noch. Weiß nicht, wie es mit Nöd aussieht. Oh, mein
Ein obligatorisches. Sie wird Nöt haben. Geht's dorthin. Ist mir egal. Oh, sie campt. Ich hab keine geliehene Zeit. Okay, sie hat nicht Nancy wieder. Sind Jen. Die haben ein Haus oben. Ich weiß nicht, ist der andere in der Shack vielleicht? Mit Barbecue dürfte sie mich nicht gesehen haben. Die andere Nancy ist verletzt. Die andere jetzt retten? Weil dann bleibe ich hier. Cheryl ist runter. Dann gehe ich Nancy holen. Und ich gehe zu meinem Generator zurück. Ich glaube, es ist... Gleiche wie eben, aber diesmal hat sie nicht getroffen. Das gleiche Spiel. Ne, ich habe das schon mal erklärt. Bei der Nurse ist es immer gut, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Weil dann weiß sie nicht, wo sie hinporten soll und portet bestenfalls komplett falsch. Klappt nicht immer. Es gibt auch Nurses, die das einfach voraussehen. Ich glaube, sie will einfach nur noch die Gens verteidigen. Mehr will sie gar nicht. Die Gens liegen halt auch alle echt gut beieinander. Nancy ist tot. Sollten wir uns nicht eigentlich dazwischen werfen? Ich weiß nicht, wie weit die anderen Gens sind. Ich könnte sie halt auch ärgern. Indem ich einfach in den Schrank gehe. Ja, Nancy. Cool. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Loslass-Skill-Check war. Diese typischen... Ach komm, ich gehe weg vom Jen und DBD so... Ah, ich wollte dir gerade einen Skillcheck geben. Haha. Haha, witzig. Wieso kommen die denn immer hier hinter? Wir kriegen das doch hier nie fertig. Nice one. So, die Nancy, die kriegen wir aber noch runter, oder? Die hat schon kurzzeitig... sie hat mich... Wir haben keinen Nöt. Okay, wir haben keinen Nöt. Der andere Ausgang ist offen.
Hallo, kann jemand tanken? Danke. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Und ich war nicht einmal am Haken und ich hatte kein Medikit mitgenommen. Und das war einfach so... Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel gemacht, die Runde. Ich war einmal retten, obwohl es geht. Also, ich dachte, ich hätte gar nicht so viel gemacht. Ich habe es geschafft. Juhu. Ich freue mich und ich verabschiede mich auch direkt aus der Runde. Wir sehen uns morgen direkt wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet, wenn ihr dabei seid. Und wir sehen uns heute Abend übrigens im Stream. Wir sehen uns heute Abend im Stream. In diesem Sinne. Vielleicht sehen wir uns nachher oder morgen. Und bleibt gesund, macht's gut. Und viel Spaß weiterhin auf YouTube mit, weiß ich nicht, mit anderen Videos, die ihr vielleicht guckt. Tschüss!